Kilometer 2012. Der Filvo ist in Obermaubach und schaut sich mal die Wettkampfstrecke vom Stausee-Volkslauf an. Im Hintergrund haben wir die Schule, jetzt habt ihr den Schulhof. Dort gibt es eure Startnummer. Hier ist der Zielkanal. Hier vorne ist der Start. Und die Schülerläufe, die gehen alle in diese Richtung, kommen auch hier wieder zurück, laufen dann ins Ziel. Die 5 und die 10 Kilometer Strecke startet dort entlang. Schon nach einem kurzen Stück die erste Kreuzung. Und dort geht's rechts bergab in Richtung Staumauer. So wie das Café heißt, kommt ihr hier unten an. Müsst euch etwas bremsen, denn wir müssen jetzt rechts, scharf rechts, auf die Staumauer. Da ist der See. Am Ende der Staumauer kommt ihr ans Café. Ihr müsst aufpassen, dass ihr keinen Zug kriegt, weil das ist ungesund. Die 10 Kilometer Strecke kommt nachher von dort zurück. Die 5 Kilometer Strecke kommt hier wieder zurück, wo wir jetzt rauflaufen. Es geht ja so nach der Staumauer links. Nach einem knappen Kilometer wird die Anfangseuphorie gebremst. Jetzt kommt der Anstieg auf die Höhe, denn diese Strecke ist nicht flach. Wir sind ja auch in der Eifel. Den Berg bestreiten wir in Serpentinen. Dort kommt nachher die 5 Kilometer Strecke zurück. Läuft hier zurück, wie wir hergekommen sind. Aber wir müssen nochmal eine Ecke höher und laufen hier weiter rechts, die Serpentinen weiter. Hier darf man sich auch nicht aus der Kurve tragen lassen. Jetzt geht die Serpentinen weiter. So, wenn ich den Plan richtig gedeutet habe, ist das jetzt der Abzweig, wo die 5 Kilometer Richtung Schlagstein abbiegen. Während der Zehner weiter rauf geht. Von wegen, never look back. Doofe Sprüche. So, nach der Aussicht kommen wir an die nächste Kreuzung. Und wir laufen jetzt rechts. Man sieht, wir sind zwar fast oben, ein paar Meter haben wir noch. Wir sind aber erst bei Kilometer 2. Wer hier schon ins Schwitzen kam, wird hier schon eine Verpflegungsstelle vorfinden. Fast sind wir oben. Unter Maubach. Burgheim, Obermaubach, aber das solltet ihr euch nicht am Bildschirm angucken. Am besten kommt ihr dann im Juli her und genießt das selber. Ihr seid auf der Höhe nach knapp 3 Kilometern und ihr bleibt auch auf der Höhe. So, vorerst werden solche Wege ignoriert. Denn was man sich jetzt erkämpft hat, erarbeitet hat, das darf man auch eine Weile behalten. So, nach 4,5 Kilometern eine richtige Kreuzung.
Die wird sicherlich auch durch den zweiten Verpflegungsstand markiert sein. Hier gilt genauso wie vorhin, nicht runter, auch nicht rauf. Man bleibt auf der Höhe. Es geht geradeaus weiter. Bevor wir jetzt nun auf die zweite Hälfte des Laufes mit dem Abstieg zurück an den See beginnen, können wir noch mal einen Blick auf die Bodenbeschaffenheiten werfen. Das ist eifeltypisch, steinig und da kann auch schon mal etwas größerer Stein rausgucken. Das heißt, wenn sich das Gelände gleich nach unten neigt, sollte man auf jeden Fall aufpassen, wo man läuft, dass man nicht an so einem Stein hängen bleibt. Das wäre übel. Also Schwung nehmen ja, aber mit Vorsicht. Das ist der sehr verlockende Anstieg zum Eugenienstein. Sehr reizvoll, aber die Trails hier lassen wir auch links und rechts liegen. Wir bleiben auf dem Weg. Hier sieht man jetzt, wie tückig der Weg hier sein kann, wenn man hier Schwung nimmt. Hier heißt es aufpassen. Nach noch nicht mal 6 Kilometern erreichen wir den nächsten Abzweig. Kleiner Tipp, wenn es plötzlich wieder rauf geht, sei da falsch, denn da kommt er nicht mehr nach Obermaubach zurück. Das führt nach Niedecken rauf. Hier müsst ihr jetzt scharf rechts abbiegen in den Weg, der hier bergab führt. Da müsst ihr noch mal ganz kurz Gas wegnehmen, dass ihr hier heile um die Ecke kommt. Und weiter bergab. Es wird ein bisschen schmaler, es bleibt holprig. Also weiterhin Vorsicht walten lassen. Neben uns die Ruhr, die Ruhrtalbahn. Und wir sind fast unten. Der Weg ist schon ein bisschen schmaler geworden. Aber bis hier hat sich das Feld normalerweise auch schon so sortiert, dass es da keinen Streit geben muss, oder? So, am Ende des Trails erreichen wir einen Kreuzungsbereich. Das ist die Brücke Richtung Zerkal. Aber ihr habt es einfach, ihr braucht jetzt einfach nur noch geradeaus. Denn bis zur Staumauer zurück geht es im Wesentlichen wirklich geradeaus. Schlängelt sich hier am See entlang. Diesseits der Bahnlinie bis zurück zum Ort. Die an sich einfachen Kilometer zwischen Kilometer 7 und 9 auf dem Asphaltband. Man sieht, es ist nicht ganz flach, obwohl wir hier am See entlang laufen. Die können noch mal insofern schwer werden, weil hier einem kein holpriger Untergrund ablenkt, sondern man hier mit seiner mehr oder weniger geglückten Kräfteeinteilung alleine ist. Und die können dann schon mal sowohl von den Beinen, aber auch mal vom Kopf her ein bisschen schwer werden. Kurz hinter Kilometer 8 treffen wir wieder auf einen großen Kreuzungsbereich. Aber wie schon erwähnt, wir bleiben hier auf dem Asphalt flach am See entlang. Keine Experimente mehr. Ihr seid auf dem Rückweg. So. Nach knapp 9 Kilometern sind wir wieder hier, wo wir schon mal waren. Nicht? Dort sind wir raufgelaufen. 5 Kilometer kommen hier wieder zurück. Dort ist die Staumauer wieder. Wir müssen nochmal auf die Bahn aufpassen. Und jetzt geht es hier runter. Man kann es sehen. Ganzjährig beschildert sozusagen. So, wir überqueren die Ruhr.
und kommen an den Punkt, wo die 5 Kilometer geradeaus zur Hauptstraße führt. Der 10er, da ist es, der 10er biegt hier rechts ab und folgt noch ein Stück der Ruhr nur abwärts. Und weil wir es hier entlang der Ruhr, den Stauseen, mit Wasserwirtschaft zu tun haben, kann man hier auch noch ein paar Sachen sich anschauen. Also was für Bildung tun. Da haben wir noch eine Pumpe und ein etwas klassischeres Modell nach den etwas technischeren Geräten. Das von Wegen laufen macht doof. Man kann auch was lernen. Auch nicht viel falsch machen ab jetzt. Da vorne sehen wir schon die Ortseinfahrt. Man folgt einfach diesem Weg, der dann hier zum Parkplatz führt. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die über den Parkplatz laufen oder den Weg drumherum. Ich wähle mal den Weg drumherum. Der ist schöner. Muss man nicht so auf die Autos aufpassen. Achso, der kommt hier raus. Ha! Nee, da. Man sieht, ich bin hier schon länger nicht mehr gelaufen. Das ist der Beweis. Es wird der Weg um den Parkplatz herum gewählt, dass ihr da nicht vor die Autos lauft. Wir erreichen den Ortseingang, die Hauptstraße hier, und biegen links auf diese ein. Und von nun an geht's erstmal nur geradeaus. Jetzt habe ich den Berg auch schon verplappert. Mist! Allzu überraschend war das mit dem Bergauf natürlich nicht, denn ihr seid ja dort vorhin runtergekommen. Vorhin seid ihr da runtergekommen und da auf die Staumauer gerannt. Jetzt müsst ihr den Berg natürlich wieder rauf. Das ist nach fast der ganzen Strecke, weil es ist wirklich nicht mehr weit. Noch mal ein bisschen fies, ne? Aber wir sind ja in der Eifel. Da geht's auch mal bergauf. Wieder die Kreuzung, wie wir ganz zum Anfang gesehen haben. Jetzt geht es links wieder zum Sportplatz. Ich habe anscheinend nichts gelernt. Laufen macht doch doof. Wir gehen natürlich nicht zum Sportplatz zurück, sondern zur Schule. So, und hier haben wir dann das Ziel des Stauseevolkslaufs erreicht.